Hey Leute und willkommen zum fünften First to Ten der fünften Staffel. Heute spiele ich zum allerersten Mal gegen Foxy, den ich hier jetzt probiere im Stream und auch im Video, klar. Dann öfter auch einfach Kevin zu nennen, weil das sein richtiger Name ist. Ist Sora, Mario und Link Main. Und ja, jetzt auch gar nicht so lange mit dabei, ne? Ist ein neuer Zuschauer. Genau, auf jeden Fall ein neuer Zuschauer. Könnte man noch sagen. Er ist jetzt auch schon ein paar Monate dabei, aber halt eben, ich glaube, erst so Mitte dieses Jahr haben wir jetzt, was laber ich? So, irgendwie Anfang dieses Jahr oder so, im Februar oder März ist er, glaube ich, den Streams gejoint und seitdem richtig oft dabei. Ist definitiv noch nicht ganz so gut, aber ist super motiviert, sich eben zu bessern, und wahrscheinlich hat er sich deswegen auch das First to Ten gekauft, weil er dann natürlich sehr viele Matches erstmal gegen mich zocken kann und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Sache lernen kann. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal empfohlen, erstmal eigentlich nur auf Sora zu bleiben. Aber er selber spielt halt einfach auch noch gern Mario und Link. Deswegen mal gucken, welche Charakter er hier, also ob er die Charakter halt noch pickt, ne, welche Charakter er sonst noch so pickt. Oder ob er erstmal nur auf Sora bleibt. Fände ich aber auf jeden Fall schon mal an sich eben die richtige Wahl. Weil gerade wenn man am Anfang ist mit Smash und das Game so richtig competitive lernen will, ist eigentlich das Beste, wenn man sich halt einfach einen Char aussucht, mit dem man komplett durchzieht. Man hat dann immer noch später, wenn man dann gut geworden ist und das Game wirklich richtig gut versteht, hat man auch noch später die Zeit für andere Charakter. Also so ist zumindest meine Einstellung und mein Tipp zu der ganzen Main-Sache. Also eben Anime-Watch-Partys mache ich mit meinen Friends mittlerweile schon viel öfter. Wir gucken eigentlich immer in jeder Season. Oh, warte, das könnte der Kill werden, by the way. Oh, damn, Alter. Das war direkt eine richtig zerstörerische Kombo. Und jetzt in dieser Season ist es Made in Abyss. Das schaue ich immer mit eben meinem Kollegen Benji. Und der Jair wird wahrscheinlich auch mal dabei sein, wenn er Zeit hat. Also genau. Ist halt schon was Cooles so. Aber ist definitiv... Oh, nice, dass es killt. Guter Anime, schlechter Anime sehe ich da oben noch. Ja, dann nenne ich doch auch einfach mal, weil irgendwie ist der Anime noch nicht so bekannt, obwohl er wirklich extrem gut ist. Das killt, by the way. Alter, die ersten zwei Matches sind ja jetzt schon mal so richtig krass für mich gerade. Was alles angeht, ist der einfach wunderschön. Die ganzen Charakter, über die man mehr erfährt, das Mystery, der Artstyle und vor allem auch die Musik, ne? Die Musik ist von Kevin Pankins. Das ist, glaube ich, ein australischer Typ, der auch befreundet ist mit den Jungs von Trash Taste, die ich ja so gerne schaue. Und eben, der macht halt so besondere Musik, das ist wirklich einfach krass. Der Soundtrack von Made in Abyss, der ist mit X zu vergleichen, das ist so anders heftig. Deswegen, das ist auf jeden Fall der gute Anime, den ich shoutouten werde. Es läuft halt wirklich hier gerade einfach Stock für Stock, Mann. Das ist... Die eine Combo hört auf und dann geht schon wieder die andere. Ja, ungefähr so. Ja. Ungefähr so. Also, da muss man wirklich sagen, das Match war jeder Stock eine Combo. 45 Sekunden. 45 Sekunden, das Match ist vorbei. Kumpel gesagt hat so, ja, der wird noch nice, ey, es gibt so viele nice Fights und sowas. Hab ihm natürlich geglaubt, weil es ist mein Kumpel. Aber irgendwie für mich war es nicht so, weil es viel, viel mehr natürlich eben um den Fanservice, um die Boobies und Ass und sowas ging, als um eigentlich Story und Fights und sowas. Deswegen habe ich den dann nach Folge 8 konnte ich den nicht mehr weiterschauen. Weil, ja. Ich finde einfach, in Anime-Fanservice, solange es nicht zu viel ist, ist okay. Aber wenn es wirklich nur darum geht, dann ist es nichts mehr für mich so. Weil ich Anime wirklich für die Story schauen will. Wenn ich mehr Fanservice-Szenen reinziehen will, ne? Dafür gibt es dann Hentai. Wenn ich in der Stimmung bin, aber... Anime schaue ich eigentlich nur, eben um Storys zu verfolgen. Wenn du gerade so richtig am Verlieren bist, scheiß drauf. Einfach weitere Matches ballern. Einfach weitermachen. Nicht aufgeben. Was gab es bei euch so Schönes? So, jetzt Stranger Things Season 4. Ey, perfekt. Dann kriegen die ganzen Leute vom Raid natürlich auch mit, was ich davon halte. Und ja, was ich davon halte. Wer Stranger Things Season 4 oder generell Stranger Things nicht schaut, der macht im Leben was falsch. Es gab lange keine Serie mehr, die mich so krass und so schnell catchen konnte.
dass ich wirklich nur an diese Serie denken konnte und einfach absolut durchziehen musste. Also ich meine, als ich Stranger Things angeweigert, das ist wirklich heftig so. Also ich habe ja wegen dem Hype um Season 4, habe ich ja Stranger Things angefangen. Also habe ich mir natürlich auch wirklich erhofft so, dass der Hype nicht nur irgendwie umsonst da ist, sondern dass die Leute wirklich recht haben, dass die Season so abgeht. Aber ja, ich bin wirklich super, super zufrieden. Das ist halt nochmal ein anderes Level so. Also Stranger Things ist vom Genre her genau das, was ich feiere, ne? So ein bisschen wie Promised Neverland und Attack on Titan. Was ich halt eben an Stranger Things halt auch so nice finde, ist, dass man so die Kids, also man verfolgt einfach Kinder und sieht dann halt auch, wie die älter werden und so, ne? Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber einfach krass, Mann. Und ich kann nicht auf Staffel 5 warten. Ich glaube, Staffel 5 wird alles abreißen. Die Folgen sind auch länger. Ja, das ist auch so cool. Oh, das war die falsche Richtung. Oh, ich habe mir noch einen Footstool gegeben. Ich bin tot. Ja, ich hab gerade nur auf den Chat geguckt. War absolut mein Fehler. Nope. Ich nehme keine Homie-Stocks. Es war mein Fehler. Ich muss für den Fehler gerade stehen. Let's go. Der Double Spike, Mann. Oh, und die Backyard. Das ist der erste Stock. Clean, Alter. Alter, er haut einfach F-Smash raus. Okay. Shit, ey. Da hat er seinen ersten Win. Englische YouTube-Videos schaue, auf Smash-Turniere gehe, wo ich ab und zu auch Englisch sprechen muss, ist das einfach so drin, dass es, ja, gar kein Problem mehr für mich ist, das zu verstehen. Deswegen schaue ich auch auf Englisch. Und Squid Game ist ja koreanisch. Das habe ich damals auch eben koreanisch mit englischen Untertiteln habe ich das geschaut. Und Alice in Borderland habe ich auf Japanisch geschaut, weil das eben auch eine japanische Serie ist. Mit englischen Untertiteln dann, ja. Ja, also Englisch ist immer besser. Ich finde halt einfach generell Originalsprache ist halt an sich immer besser, wenn man irgendwie da nichts dagegen hat. Weil eben, da kommen halt natürlich die Emotionen viel, viel besser rüber. Alter. Ich habe dem einen Win, habe ich ihm gegeben, ne? Aber ab jetzt ist vorbei wieder. Das war wieder, er konnte wieder einfach nichts machen. Stock für Stock wurde er gekommen und outplayed. Aber cheesy bedeutet ja eben so. Ah ja, kitschig beschreibt es doch ganz gut. Aus irgendwie. Ich habe schon ein paar Mal probiert, aber Alter ist ein Wort, das verwende ich irgendwie oft. Fühlen kann. Der Pop. Nice. Stream-Themen am Start. Es geht gerade gar nicht so sehr um das Gameplay. Also ich kommentiere gerade gar nicht so großartig das Gameplay, sondern einfach die Themen. Ich hoffe, das stört dich nicht, Kevin, dass ich gerade nicht so auf das eingehe, was passiert, sondern auf das, was im Chat gerade Thema ist. Yeet. Boah, das ist schon killt, Mann. Ja, das müsste ausreichen, ne? Ja. Der Move ist so gefährlich, Mann. Bild. Und wird er wieder geyeetet. Nee, aber er steht sich. Ja. So früh. Habe ich mir nämlich auch irgendwie gedacht. Alter. Der Move ist einfach fies, Mann. Boah, das war so knapp. Oh mein Gott, ich war nicht ready. Das hat mich einfach gekillt. Gut, man muss aber auch sagen, Isabelle ist halt deutlich leichter als Samus. Da kann das was dann auch schon mal killen. Ich habe nur irgendwie nicht damit gerechnet. Oh, ich habe ihn noch grabben können. Das ist sehr gut.
Okay, der nächste könnte schon reichen. Wir haben gesehen, wie dangerous der Move ist. Muss er aufpassen. Wird gegrabt. Ah, okay, dann reicht jetzt der nächste. Wobei, hier gibt es erstmal den hier. Und das hier. Das müsste reichen, ja. Alter. Einfach Angelspam. Bester Move, ne? Fort. Also man muss das nicht alles auswendig lernen. Es reicht auch einfach nach Gefühl zu spielen und halt eben zu gucken, dass das Gefühl stimmt. Zum Schluss nochmal ein Banger als Musik, das ist auf jeden Fall gut. Ah, er hat sich, glaube ich, missklickt. Schade. Und kommt. Nee. Der Angel schafft es diesmal nicht ganz hin, leider. Schade. Und da den Kill, okay. Ich wollte noch den Kill eigentlich holen, bevor ich sterbe, aber gut. Dann nehme ich ihn halt jetzt. Alter, ich sagte, ich hole den Kill jetzt. 10 Sekunden später habe ich ihn noch nicht. Was ist denn da los? Er lebt halt bei 206%. Okay, das, ja, das kann er nicht überleben. Okay, jetzt wird es sehr gefährlich, ne? Letzter Stock. Und 115% für Kevin. Macht's aber gerade solide, ja. Er wird jetzt gerade nicht unbedingt von den Moves getroffen, die halt eben stark schon killen könnten. Sondern wenn immer noch von kleinen Art. Das war aber ein großer Fehler. Reicht das schon? Nee, damn. Link ist halt doch auch ein bisschen schwer, ne? Muss man schon sagen. Reicht das? Auch noch nicht. Okay, einfach ruhig spielen. Oder auch nicht, sondern einfach zusehen, wie sich Kevin selbst weg explodiert. Immerhin stylisches Ende. Immerhin gab es eine Explosion am Ende, immerhin war es stylisch. Aber ja, das war wahrscheinlich nicht das, was er gewollt hat. Trotzdem ist es vorbei. Damit endet das First to 10. Ich sag GG's, 10 zu 1. Und eben, nochmal, du bist am Anfang. Es ist eigentlich nur logisch, dass du gegen mich noch nicht so krass viele Wins holen kannst und krass viele Stocks holen kannst, weil ich einfach schon viel länger zocke und vor allem auch schon viel länger auch Turniererfahrung und Competitive-Erfahrung habe. Aber es ist ja nichts Schlechtes, weil ich habe auch mal angefangen, ich hatte auch mal keine Ahnung, wie das Game funktioniert und musste lernen, wie das geht. Und man muss ja sagen, du bist ja schon an dem Level angekommen, wo du auf jeden Fall deine Charakter verstehst. Nach wie vor, Sora, finde ich, ist definitiv dein bester Charakter. Du hast ja jetzt alle drei Mains eben gezeigt und Sora ist definitiv dein bester Charakter. Deswegen der Tipp Nummer 1, scheiß mal auf Mario oder Link. Wenn du richtig gut werden willst, dann nimm einfach erstmal nur Sora und trainier wirklich nur Sora, weil damit kommst du einfach am weitesten. Später hast du dann noch Zeit für Link und Mario und natürlich, wenn du einfach mal nur zum Fun zocken willst, kannst du auch gerne die Charakter picken, aber mein Tipp ist wirklich, wenn du besser werden willst, einfach mal einen Charakter durchzuziehen, weil dann damit halt am weitesten kommt. Deine Kombos und so, man hat gesehen, du hast auf jeden Fall schon mal ein paar Guides und sowas geguckt, weil eben du hast so ein paar Kombos probiert, die ich halt auch schon kenne, klar, hat es nicht immer geklappt, weil eben ich kenne die Kombos, ja, ich weiß, was man dagegen manchmal tun kann. Aber eben, Sora hast du auf jeden Fall sehr gut unter Kontrolle schon. Und ja, das Einzige, was halt der Grund ist, warum ich eben 10 zu 1 jetzt gespielt habe, warum du jetzt nicht so, eben nicht so stark im Vergleich zu mir aussahst, ist halt einfach, weil es halt diesen Levelunterschied gibt. Und ja, du musst einfach weiter durchziehen und dann wirst du das Level auf jeden Fall erreichen. Ich bin ja nicht unbesiegbar. Ich habe ja schon ein paar Mal hier on Stream verloren und ich bin ja auch vielleicht gerade mal Top 30 in Deutschland, wenn nicht sogar Top 40. Ne? Also es gibt auch viele Leute, die besser sind als ich. Ich habe auch noch viel zu lernen. Deswegen einfach weiter durchziehen. Vor allem halt mit Sora. Das ist mein Nummer 1 Tipp. Dass dein Sora vom Gameplay her besser wird. Dass du nicht mehr so offensichtliche Dinge machst, die man halt eben als guter Spieler schon so absehen kann, dass die kommen, wie Konter oder dass du irgendwie mich mit einer Abi erwischen willst und so Stuff halt, ne? Und ja, genau. Einfach weiter an dir arbeiten, weiter an Sora arbeiten, weiter durchziehen und dann wird es. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gerade am Anfang waren die Matches auch einfach so, also, was ich da für Kombos gemacht habe, ey, richtig krass. Und ich fand dann gegen Ender natürlich auch ganz gut an mich gewöhnen können. Also da bist du nicht mehr so oft in eben so krasse Kombos irgendwie reingelaufen, sondern hast viel mehr noch irgendwie aufgepasst und eben besser spielen können.